Ja, genau. Also wir sind heute hier im Just Music in München auf einem schönen Workshop mit einem interessanten Thema für verschiedenste Gruppen, die hier heute als Gäste sein werden. Wir haben interessante Referenten am Start und beispielsweise hier neben mir sitzt einer dieser interessanten Leute, die heute hier ihr Wissen zum Besten geben. Und ja, deswegen frage ich jetzt gleich mal, wer bist du, was machst du hier und was sind so deine speziellen Themengebiete? Ja, mein Name ist Martin Schulze. Ich bin viele Jahre schon irgendwie als FOH-Techniker tätig oder als Monitortechniker, generell als Veranstaltungstechniker. Bilde seit 99, glaube ich, Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus. Und ja, habe sehr viel Zeit damit verbracht, durch die Welt zu fliegen und an verschiedenen Mischpulten zu stehen. Und ja, bin da durch eine harte, aber sehr lehrreiche Schule gegangen, weil man sich dann doch am anderen Ende dieser Welt irgendwie mit dem zurechtfinden muss, was man dann davor findet. Und ja, wir sind mit der Band, mit der ich auf Tour bin, sind wir in 600er bis 2500er Läden, so 2000er Läden unterwegs. Da begegnet man schon allen möglichen Equipment. Also natürlich von Top-Equipment auf schönen Festivals bis hin zu sehr spartanischen Ausrüstungen irgendwo in Indien. Man kann sich nicht aussuchen. Da muss man sich dann auch behelfen. Man muss trotzdem die Show spielen und da nimmt man schon einiges mit. Und ich glaube, da kann ich heute Abend schon ein bisschen was erzählen, was den ein oder anderen Youngster vielleicht vor Fehlern bewahrt oder irgendwie auf Ideen bringt, was man probieren könnte. Wenn du da jetzt so drüber redest, gibt es da so, was fällt dir da ein, irgendwie eine ganz bestimmte Situation, wo du sagst, wow, das war jetzt so richtig hart am Limit, da war ich wirklich mal so bis zum Ende krass gefordert. Und was kann einem sowas hier auch passieren, sozusagen jetzt irgendwie, wenn man hier als Band in Mitteleuropa unterwegs ist, was gibt es da so für Geschichten? Man geht da ganz oft vom Pult weg und ist nicht happy. Also das ist ja klar. Also der Anspruch ist wahrscheinlich schon relativ hoch und es wird schon passen. Aber es gibt schon auch immer wieder natürlich Konzerte, wo man am Ende nicht so richtig glücklich war. Und man wird dann oft auch mit harten Situationen konfrontiert. Also ein Erlebnis bleibt mir immer hart in Erinnerung. Das war mal in Turin in Italien auf einem Festival. Sehr, sehr netter Club, eigentlich auch gute Leute und alles eigentlich sehr unterstützenswert, haben wir auf dem Festival gespielt. Und die haben die PA einfach zusammengestellt aus ganz vielen kleineren Systemen. Und ja, das war rein physikalisch alles richtig. Es war völlig in Ordnung. Diese Lautsprecher konnte man gut rechts und links je 6 Stück nebeneinander stellen. Das war schon okay für damals vor 15 Jahren alles völlig okay. Wenn da nicht jeder zweite Lautsprecher einfach falsch aufgeklemmt gewesen wäre. Also es war wirklich so, dass innerhalb der Lautsprecher dann die 12-Zoll-Pappe einfach Phasenidentität aufgeklemmt war. Das ist auch heute ein Schwerpunkt in unserem Workshop, dass natürlich, da bist du der Physik ausgeliefert, wenn einfach auf einer PA-Seite 5 Lautsprecher Phasen richtig arbeiten und 2 Phasen invertiert arbeiten, dann hast du natürlich enorme Auslöschungen, dann geht der gesamte Druck verloren, Schlagzeug klingt nicht mehr wie ein Schlagzeug, es klingt wie ein Pappkarton, die Sprache setzt sich nicht durch, dann ist echt alles im Argen. Also das wird heute nicht mehr so leicht vorkommen, Line-Array-Systeme, da hat man schneller einen Überblick, ob irgendwas im Argen ist, aber es war damals natürlich so ein sehr cooler Club, muss man sagen, aber die Jungs waren natürlich alles ein bisschen hippie-mäßig unterwegs und haben sie fürs Festival mal große Boxentürme gebaut. Und da haben wir viele Stunden dann noch vor dem Festival aufgeschraubt und alles durchgeschaut und einfach Fehler ausgemerzt. Wir haben dann auch ein super Konzert gespielt, es hat dann alles gepasst, aber den Nachmittag hätte ich mir auch anders vorgestellt in Turin. Ja, wir haben einen leckeren Kaffee getrunken. Aber so haben wir die Lautsprecher alle mal wieder auf Vordermann gebracht. Und das ist ja auch, hat ja auch was für sich. Ja, man muss einfach aufmerksam da durch seinen Job gehen und hin ans Pult, Mikro anstecken, erstmal ansprechen und wenn dann was im Argen ist, dann nicht anfangen am EQ zu drehen, bis es irgendwie funktioniert, sondern man hat dann schnell auch einen Eindruck, ob da vielleicht viel mehr im Argen ist, als nur das Frequenzspektrum jetzt nicht so ganz schön gleichmäßig ist. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt schon auch hier bei Leuten, die vielleicht aus dem Amateur- oder semiprofessionellen Bereich kommen, die halt mal versuchen und sich vielleicht eingelesen haben, vielleicht auch mal irgendwo ein paar Videos angeschaut haben und sich dann gedacht haben, okay, jetzt probiert halt mal, dann wundern sie sich, dass es einfach nicht so kommt, wie sie sich das vorgestellt haben.
Und ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Themengebiete, auch beispielsweise jetzt mit der Bühnenverkabelung, wo man auch einfach erstmal am Anfang viele Fehler machen kann. Wenn du jetzt so in die Basics gehst, der Verkabelung auf der Bühne, was würdest du da sagen, sind so die wichtigsten Aspekte, auf die man so achten sollte? Also, was mich in meinem Alltag wahnsinnig nervt, ist, wenn ich auf Tournee bin und dann im Club ankomme und die kürzeste Kabellänge, die es im Club gibt, ist 5 Meter und die zweite überhaupt vorhandene Kabellänge ist 10 Meter. Da kriege ich schon eine Krise. Also das ist eigentlich eine Frechheit, weil man kriegt Kabel einfach heute in allen Längen und das macht natürlich einen totalen Verhau. Also ich versuche immer mit Unterverteilung zu arbeiten natürlich. Am Schlagzeug kann man sich einen schönen 8er-Unterverteiler hinlegen, damit kommt man fast immer hin. Das heißt, man hat irgendwie einen Schlagzeuger, der unbedingt 5 Toms und noch ein Ride-Becken-Mikro separat und schießt mich dort. Aber mit 8 Kanälen kommt man eigentlich erstmal ganz gut durch in so einem kleineren Club. Und dann macht es natürlich auch mal Sinn, ein 1 Meter XLR-Kabel zu haben von der Bassdrum in die Subsnake oder mal ein 2 Meter XLR-Kabel zu haben. Deswegen habe ich die auch auf Tour immer dabei. Also ich habe immer so ein kurzes XLR-Kabel-Set dabei, weil es mich total fertig macht, wenn das ganze Schlagzeug unter 10 Meter lang XLR-Kabel verschwindet. Das heißt, mal kann man dem Ganzen kann man den Überbegriff einfach Ordnung mal geben, dass man einfach ein bisschen Übersicht hat. Weil wenn ein Kabel kaputt ist und es kommt einfach vor, dass ich dann nicht anfangen muss, den ganzen Kabelknäuel zu zerpflügen, sondern dass man ein bisschen Ordnung hält beim Verkabeln. Einfach die richtigen Kabellängen. Also ich sag mal, wenn man 2 Meter, 5 Meter und 10 Meter oder 3 Meter ist auch eine super Länge, dann ist man schon mal ganz gut am Start und gibt es ja einfach wirklich. Mit schönen Markierungen kann man sich den Stecker mal ein bisschen mit Isotape oder mit Beschriftungsband mal ein bisschen beschriften. Das macht zwar im Vorfeld ein bisschen Arbeit, aber wehe es irgendwas im Argen. Dann ist man einfach schnell bei der Fehlersuche und lässt ein Kabel unter Umständen liegen. Man muss dann nicht zählen und verfolgen und raten, welches jetzt das Kaputte war, sondern man weiß, die Gitarre hat Ärger gemacht, da steht Gitarre drauf. Und dann bin ich auch schnell am Ziel meiner Probleme, also Übersicht. Richtige Kabellängen, ordentliche Kabel. Wir haben schon festgestellt, es ist einfach auch billige Kabel. Man wird ja dazu verleitet, irgendwie ein 20er-Packen irgendwo zu bestellen. Die Erfahrung zeigt, dass manchmal, wir haben schon Kabel gehabt, die haben wir ausgepackt und die waren schon kaputt. Also so ein bisschen ein ordentliches Kabel darf schon sein. Also, man möchte auch, dass es bis zum Ende vom Konzert funktioniert. Ja, ja, oder am besten noch drüber hinaus. Gerne auch drüber hinaus. Auch wenn mal vielleicht irgendwie ein Bier drüber kippt oder auch wenn mal irgendwie ein Rollwagen drüber fährt oder so. Also wenn man Kabel ordentlich wickelt und ein bisschen pfleglich damit umgeht, dann halt in die Ewigkeit. Also ich habe Kabel, die habe ich seit 20 Jahren. Die müssen halt ordentlich gewickelt sein, schönen Klett dran. Ja, dann passt eigentlich alles. Ja. Und man muss ja auch nicht überinvestieren, denke ich. Es gibt ja auch irgendwie dann Kabel, die einem das Blaue vom Himmel versprechen. Ja, das ist dann eher so eine Nummer für die Nerds im Studio. Also wenn man dann wirklich mal im Studio da die Globulis auspackt, kann man vielleicht schon irgendwie die Flöhe husten hören. Mag schon sein. Also wir haben auch schon tatsächlich Gitarrenkabel getestet. Da hat man auch wirklich einen Unterschied gehört. Da hat man einfach gemerkt, das eine gefällt mir besser, das andere weniger gut. Und auch im Blindvergleich hat man dann sein Lieblingskabel wieder rausgefunden. Also es ist im Studiobereich völlig legitim, da auch ein bisschen das im Bereich des Huibu sozusagen so ein bisschen rumzuspinnen. Ich sag mal, auf der Bühne hat für mich sowas zumindest nichts verloren. Ich mag ein grundsolides Kabel und lieber den Querschnitt ein bisschen dicker gewählt und auch die Gummierung vielleicht ein bisschen dicker gewählt, dass man auch mal, dass man einfach wirklich auch mal mit einem Notfalls, mit einem Case, mit einem Blue Wheel mal drüber fahren kann, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass da irgendwas kaputt ist. Ja. Das mache ich am Start. Sehr schön, sehr schön. Okay. Jetzt noch so, was sind so deine nächsten Herausforderungen, die du so hast? Wie sind so die Pläne? Ja, ich habe ein schönes Highlight gerade hinter mich gebracht. Wir haben so ein kleines Festival betreut und da haben die Temptations gespielt. Und die haben vor einer Woche irgendwie eine Mail geschrieben, sie haben leider keinen FOH-Mann dabei, was mich natürlich unfassbar geärgert hat. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den altehrwürdigen Herren da zu arbeiten. Coole Kombo, das ist wirklich Souveränität in personifizierte Souveränität, muss man sagen. Das ist echt cool. Also wenn da jemand so lange auf der Bühne steht, es war einfach wirklich, wir haben, glaube ich, keine 10 Minuten Soundcheck gemacht. Und dann war es auch trotzdem mal wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert. Also es hat viel Spaß gemacht. Das war jetzt gerade ein Highlight, das gerade vergangenen Samstag war. Und ja, jetzt stehen natürlich die Sommerveranstaltungen an. Ich mache mit meiner Veranstaltungstechnikfirma natürlich auch viele Sportevents. Hier im sehr nahegelegenen Olympiapark gibt es das Munich Mash, ein großes Sportevent.
das liegt komplett in meiner Hand, was die ganze Veranstaltungstechnik angeht. Und dann einen Monat drauf der Sommernachtstraum im Olympiapark mit einem riesen Feuerwerk. Da haben wir alleine 100 Line-Array-Tops im See, nicht versenkt, aber auf Plattformen stehen, um das Feuerwerk ordentlich zu beschallen. Also die Leute, die sich das Feuerwerk anschauen sollen. Zuzüglich Bässe sind wir dabei. 150 Lautsprecher bestimmt, die da aufs Wasser müssen. Alles von Elektro-Voice natürlich selbstverständlich. Ja, genau. Und da gibt es was zu tun. Haben wir natürlich auch Live-Künstler, große Bühne, kleine Bühne. Zwischendrin sind Container, wo dann auch so Straßenmusiker spielen. Also da decken wir alles ab und da braucht es mal einen kleinen Lautsprecher auf dem Stativ mit zwei Mikros und dann braucht es die große Bühne mit einem Sattelschlepper voll PA, damit es funktioniert. Also da sind wir ausreichend gefordert. Ja, das glaube ich. Und manchmal kann ich mir, ich weiß nicht, kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt unbedingt, nicht unbedingt eine große Veranstaltung definitiv schwieriger sein muss als eine kleine Veranstaltung. Das kommt wahrscheinlich auch immer so auf die Venues drauf an, oder? Und gibt es dann auch Unterschiede zwischen Open Airs und Indoor-Veranstaltungen? Ich sag mal, Open Air ist natürlich, das Schöne am Open Air ist, dass man akustisch sich meistens ziemlich austoben kann. Man kann sich ein schönes Bass-Array rechnen und das funktioniert draußen dann eigentlich auch so, wie man sich es überlegt hat. Man muss nicht mit Raummoden und irgendwelchen akustischen Schwierigkeiten rechnen. Und dafür kann es halt 4 Stunden vorm Konzert das Regnen anfangen. es hat ja alles sein Für und Wider. Ich denke mal, man muss sich am Ende mit unserer Branche arrangieren und man muss vor allem auch die ganzen Schwierigkeiten mit immer arbeiten, wenn alle anderen feiern. Und das ist unter einen Hut zu bringen in unserem Job. Der ist so vielfältig, dass man dann schon in regelmäßigen Abständen über schöne Dinge stolpert. So ist es nicht. Wow, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und wir sind gespannt, was wir jetzt heute Abend noch alles erleben werden. Ich auch. Und würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir noch in Kontakt bleiben können. Sehr gerne, sehr gerne. Na klar doch. Wunderbar, freut mich. Okay. Vielen Dank, Matthias. Danke auch.